Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, in diesem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr dieses gemoddete Triad-Outfit in GTA Online bekommen könnt, mit der schwarzen Jogger und mit dieser Müllweste. Dieses ganze Outfit ist auch kein Transfer-Glitch, also keine Sorge. Und wenn euch diese ganzen Outfit-Glitches gefallen, so wie das heutige Outfit, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt gleich an mit diesem Outfit. Noch eine kleine Info, bevor das Video gleich weitergeht. Auf meinem Kanal könnt ihr jetzt auch ein Kanalmitglied werden. Schaut einfach gerne mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link dazu. Oder auch auf meinem Kanal in der Kanalinfo. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr auf meinem Kanal Kanalmitglied werdet. Und jetzt geht's auch schon direkt weiter mit diesem Video. Dazu begeben wir uns jetzt einfach einmal in ein Bekleidungsgeschäft. Ich in meinem Fall mache das, wie gesagt, heute einfach einmal mit der schwarzen Jogger. Es klappt natürlich auch mit jeder anderen Jogger. Und für den ersten Schritt gehen wir jetzt einfach einmal zu den Designer-Hoodies und ziehen uns hier die Nummer 67 an. Das ist genau dieser Pulli hier. Dann gehen wir auch einfach schon, sobald wir uns diesen angezogen haben, einfach einmal zu den Schuhen, gehen dann einmal zu den Sportschuhen und ziehen uns hier einfach einmal die komplett schwarzen Sportschuhe an. Die sehen genau so hier aus. Haben wir uns die dann auch angezogen, begeben wir uns jetzt einfach einmal zu den Accessoires. Da finden wir auch schon die Handschuhe. Und hier ziehen wir uns jetzt einfach einmal die schwarzen Wollhandschuhe an. Die sehen genau so hier aus. Und wenn wir uns die angezogen haben, begeben wir uns dann auch schon wieder erneut zu den Oberteilen, denn wir ziehen uns jetzt noch eine Weste an. Die findet ihr unter den Einsatzwesten. Das ist genau die hier, die pfirsichfarbene Schussweste. Die findet ihr auch bei der Nummer 43. Haben wir uns die dann auch angezogen, begeben wir uns damit einfach einmal nach vorne zu den Outfits, um uns das Outfit da abzuspeichern. Wie gesagt, bei den Outfits vorne speichern wir uns das ganze Outfit jetzt einfach einmal ab. Und haben wir das dann gemacht, gehen wir einfach einmal runter zu den Raubüberfall Overalls und ziehen uns hier einen von den letzten vier an. Genau so ein Outfit hier, da wo die Gasmaske drauf ist. Damit begeben wir uns jetzt einfach einmal zum Strand, zu einem Teleskop, machen jetzt einfach einmal den Teleskop-Glitch. Wir sprinten am Teleskop vorbei, spammen dabei die Pfeiltaste rechts, bleiben stehen, öffnen unser Interaktionsmenü, gehen einmal auf Stil und ziehen uns jetzt das gespeicherte Outfit an. Sobald wir dann vom Teleskop weglaufen sollten, sollten wir auch schon sehen, wir haben automatisch die Gasmaske auf unserem Kopf drauf. Jetzt begeben wir uns jetzt einfach einmal erneut zu einem Ammunition, gehen dann einfach einmal rechts zu der Kleidung und speichern uns das Outfit genauso mit der Gasmaske jetzt einfach einmal ab. Haben wir das dann gemacht, öffnen wir einfach einmal die Option, gehen auf Online auf die Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellte Jobs, gehen dann einfach einmal zu den Missionen und starten hier einen Job für einen Titan. Sobald wir gleich in den Einstellungen angekommen sind, bestätigen wir die einfach einmal und starten den Job alleine. Nämlich sobald wir gleich im Job drinne gespawnt sind, sollten wir auch schon sehen, wir werden nur noch mit dem Designer-Hoodie spawnen und ganz wichtig ohne die pfirsichfarbene Schussweste. Sollte das so sein, speichern wir uns das Outfit nochmal erneut ab und sobald wir uns das Outfit genau so abgespeichert haben, verlassen wir jetzt den Job einfach einmal übers Handy und warten kurz, bis wir wieder in der Lobby angekommen sind. Nämlich, sobald wir jetzt gespawnt sind, sollten wir wieder in der GTA Online Lobby drinne sein. Wir gehen erneut in den Ammunition rein, gehen jetzt einfach einmal zu den Outfits, gehen runter zu den Diamond Casino Raubüberfall Outfits und hier suchen wir uns jetzt die Kategorie Müllentsorger raus und ziehen uns hier das erste Outfit an. Was Entsorger heißt, das ist genau dieses Outfit hier. Hier finden wir auch schon die Müllweste drauf. Dieses Outfit ziehen wir jetzt einfach einmal an, öffnen dann die Option, gehen einmal auf Jobs, auf markierte Jobs, gehen dann einmal zu den Missionen und finden hier auch schon, das ist so eine Jesus. Genau diesen Job starten wir jetzt einfach einmal und sobald wir gleich im Job angekommen sind, ändern wir einfach einmal die Einstellung, nämlich wir stellen die Kleidung auf gespeicherte Outfits und laden dann irgendeinen Freund in den Job ein. Keine Sorge, ihr werdet natürlich auch einen Link zu diesem Job in der Videobeschreibung finden. Einfach einmal auf den ersten Link klicken, um euch den Job zu markieren. Im nächsten Menü drücken wir dann einfach einmal so auf die Pfeiltaste nach rechts, um auf unser gespeichertes Outfit zu kommen. Das ist genau dieses Outfit hier und mit diesem Outfit machen wir jetzt einfach einmal im Job bereit und jetzt warten wir noch mal ein paar Sekunden, so circa 20 Sekunden, bis wir den Job erneut verlassen können. Haben wir denn den Job erneut verlassen, sollten wir auch schon gleich wieder in der GTA Online Lobby ankommen und wir sollten auch wieder mit dem Müllentsorger Outfit spawnen. Das ist auch alles so richtig. Jetzt suchen wir uns einfach einmal ein persönliches Auto oder ein Straßenauto. Ich in meinem Fall habe das einfach mit diesem Straßenauto hier vorne gemacht. Steig einfach einmal in das Fahrzeug ein und sobald ich im Auto drinne sitze, öffne ich einfach einmal mein Interaktionsmenü, gehe einmal auf MC oder CO, also ich melde mich da an, gehe einmal auf Verwalten, einmal auf den Stil, einmal nach rechts, einmal nach links und sobald ich das gemacht habe, kann ich auch schon aus dem Auto aussteigen und sehe, ich habe dieses gemoddete Triad-Outfit. Ich hoffe, dieses ganze Video hat euch gefallen. Jetzt könnt ihr natürlich noch beim Bekleidungsladen euch das Outfit abspeichern und sozusagen saven. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr Outfits sehen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein. Ciao.